Einen wunderschönen guten Morgen, meine lieben Trashies. Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich bin Danny und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu den neuesten Trash-News. Heute mit dabei Katzenreporter Liam, der bewundert seine neue Katzenlampe. Ich dachte, die passt ja einfach perfekt rein, oder? Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video. Heute sehr interessant. Valentina Doronina ist ja in den Urlaub geflogen und hat hier, wie ich finde, hallo Katzenreporter Luke, hat hier, wie ich finde, sehr viel Werbung gemacht. Und dann hat sie aber auch Nachrichten des Nachbarn veröffentlicht, der wohl laute Schreie und beziehungsweise Streitereien gehört haben soll. Und das soll wohl jetzt Jan weiter belasten. Das gucken wir uns heute alles mal in Ruhe an, denn ich finde, dieses ganze Thema ist schon wirklich inzwischen wieder sehr, sehr groß geworden. Vielleicht noch ganz, ganz wichtig, wenn ihr meine komplette Einschätzung zu diesen Gewaltbildern sehen wollt, wäre es dieses Video. Das habe ich gestern gedreht und gestern Abend hatten wir eine Live-Berichterstattung. Das war auch sehr interessant. Circa 2 Stunden, das wäre dieses Video. Kann ich euch nur empfehlen. Das findet ihr hier im Reiter bei Lives, weil es ja ein Livestream war. Da habt ihr auch die Möglichkeit gehabt, euch zu dem Konflikt zu äußern. Ich habe sehr viele und sehr spannende Telefonanrufe angenommen. Alles sehr, 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 sehr heftig gewesen gestern Abend. Und eine kleine Sache in eigener Sache. Schaut mal, es fehlen noch 13 Abos und dann haben wir es geschafft. 32.500. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr hier gerne diese Videos schaut und euch dieser mittelgroßen Trash-Familie anschließt. Gut, genug gequatscht. Es ist 3 Uhr morgens. So früh ist es. Ich musste sehr früh aufstehen. Ich habe eine tropfende Klimaanlage gehabt. Da kommt heute nämlich der Techniker. Das muss ein bisschen repariert werden. Wir gehen nämlich deswegen direkt mal aufs Katzenreporter-Handy und gucken mal rein in die Story von Valentina Doronina, die ja nun seit einigen Tagen dann doch relativ heftige indirekte Anschuldigungen an Jan äußert. Vielleicht noch eine Sache. Das habe ich gestern in dem Livestream auch gesagt. Die Zuschauer und auch ich fühlt euch nicht verpflichtet, einem Team anzugehören. Ich habe in meinem Livestream gestern schon gesagt, wie dumm und affig das ist, sich einem Team anschließen zu müssen. Zumindest das Gefühl müsst ihr gar nicht. Ihr habt auch die Möglichkeit, euch das alles anzuschauen und gar keinem Team anzugehören, weil es einfach ganz einfach ist. Diese Leute, ihr kennt es nicht persönlich und diese Leute kennen euch auch nicht persönlich. Entsprechend müsst ihr euch keine Meinung bilden. Manchmal ist es auch in solchen Konflikten vielleicht ratsam, sich vorerst keine Meinung zu bilden. Das vielleicht nochmal ganz kurz dazu. Gut, wir gucken jetzt mal bei Valentina Doronina rein. Leute, seid ihr bereit? Das hier ist unsere fette Villa im Mövenpick Hotel in El Gunnar. Und mein Gott, Leute, ich liebe es jetzt schon. Schaut euch einfach mal an, wie cute hier alles vorbereitet ist. I like it. Ganz romantisch. Also, was ist da passiert? Ihr seht, hier oben steht schon Anzeige, was für eine schöne Suite. Valentina Doronina hat gestern uns schon offenbart, ja, dass sie nicht alleine in den Urlaub geflogen ist, sondern mit einer Freundin. Man muss dazu sagen, es war auch nicht Damien Weiss, den ich euch gestern auch in meinem Video vorgestellt habe. Er war es nicht. Nein, es war eine Freundin, die Valentina hier begleitet hat, um mit ihr gemeinsam Urlaub zu verbringen. Hier haben wir einen schönen Blick aufs Meer. Also, es ist riesig hier. Oh mein Gott. Hier haben wir einen eigenen Schminkbereich für uns Girls und hier einmal ein schönes Badezimmer mit Badewanne. Ich liebe eine Badewanne, ihr wisst das, ich gehe gerne baden. Und jetzt kommt das Schönste einfach an diesem Zimmer. Also, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich finde dieses Flexen mit Hotel- und Strandaufnahmen zum Kontrast mit ich wurde geschlagen, das passt für mich einfach nicht zusammen. Nicht etwa, dass ich ihr das jetzt nicht glaube oder ihr es gerade glaube. Nee, ich habe schon gestern gesagt, ich will mich hier erst einmal gar nicht auf irgendeine Seite stellen. Für mich passten einfach nur diese Storys nicht zusammen. Auf der einen Seite das eine, auf der einen Seite das andere. Jetzt werden natürlich Kritiker sagen, na, wieso, sie macht halt nur ihren Job. Alles richtig. Aber es passt für mich persönlich halt trotzdem irgendwie nicht zusammen. Es ist für mich befremdlich zu sehen, was ich bei ihr zurzeit bei Instagram sehe. Schaut euch bitte diesen wunderschönen Ausblick an. Oh mein Gott, ich sehe mich hier schon liegen. Sonnen und ins Meer gehen. Wow, Leute, das ist echt richtig, richtig, richtig schön. Ich
bin verliebt. Also das ist echt ein richtig tolles Zimmer. Wow. Ja, gesagt, das Suite. Wow. Ja, absolut beneidenswert. Es folgten dann noch einige Schnappschüsse von dem Hotel. Wir haben jetzt hier so einen kleinen Hors-d'oeuvre-Teller, nenne ich ihn mal. Ja, Ananas, kleine Häppchen, ein bisschen Obst, okay. Da wurde für sie gesorgt. Das ist die besagte Freundin, die ich jetzt nicht kenne. Jetzt kenne ich aber auch nicht alle Freundinnen von Valentina. Die ist mit ihr mit in den Urlaub gereist. So, und jetzt wird es mal ganz spannend, denn jetzt hat Valentina noch mal ein paar Dinge zu sagen zu den aktuellen Ereignissen. Und da hören wir mal rein. Nochmal persönlich von mir, das ist hier wirklich einfach nur ein Traum. Unsere Villa, unsere Suite ist wow. Der Flug, der war sehr anstrengend, aber richtig nettes Personal. Wir sind mit der Condor geflogen und oh mein Gott, die waren so süß, die kannten mich auch. Und ach, da geht immer wieder mein Herz auf bei so cuten Menschen. Das hat mir echt den Flug erleichtert, weil es alles, was in meinem Kopf gerade abgeht, ist echt viel. Aber ich glaube, hier werde ich super gut runterkommen. Ich habe auch voll viele Nachrichten von euch gelesen. Ich werde auch auf diese ganzen Lügen da, die Leute verbreiten wollen oder sich irgendwelche Sachen zusammenreimen wollen. So, jetzt ist natürlich eine große Frage. Welche Leute verbreiten Lügen oder wollen sich etwas zusammenreimen? Die Frage habe ich mir gestern schon gestellt. Wen meint sie denn? Jan hat sich ja relativ ruhig gehalten. Es gibt ein Statement, das werden wir heute im Laufe des Tages auch noch ausführlich besprechen. Aber so von der Sache her gab es ja einfach nur Zuschauer, die vielleicht kritische Kommentare geschrieben haben. Davon gab es viele, gar keine Frage. Aber in der großen Masse ist ja die einzige, die das Thema wirklich groß thematisiert, sie selbst. Das eine Status oder der eine Kommentar von Jan ist ja jetzt ja schon 2 Tage her. Einfach nicht mehr darauf eingehen und für alle, die ein bisschen Grips im Kopf haben, das Bild ist wie gesagt im August entstanden, der Vorfall. Und da waren wir gerade auf dem Weg nach Neuss zu Ben Lee, zu Ruben, zu diesem Outlet-Center, um Sachen für den Kampf von ihm zu holen damals. Und da habe ich auch noch gar nicht trainiert, aber ja. So, was meint sie? Sie meint das Bild, was sie gestern als Beweisfoto genutzt hat, was, ja, du kannst, wenn du beim iPhone Fotos machst, siehst du halt, wo das Foto gemacht wurde. Und das war halt Gremlinghausen oder so war das, ja. Und da hat sie uns halt quasi jetzt gesagt, dass sie zu dem Zeitpunkt noch kein Boxtraining gemacht hat, weil natürlich einige ihr einfach nicht glauben, ja. Das haben wir auch gestern in meinem Livestream ganz klar gehört. So, und jetzt hat sie hier Nachrichten veröffentlicht. Diese Nachrichten, ich muss da ganz ehrlich sagen, ist ein bisschen schwierig einzuordnen, weil wir natürlich weder Absender sehen, noch sehen wir den Zusammenhang, noch sehen wir Zeitpunkt. Und diese Nachrichten, ich lese sie mal vor, weil sie sehr klein sind. Du hast halt sehr viel geweint und um Hilfe geschrien. Dann hat es immer sehr laut gepoltert. Man hat gehört, dass du gestürzt bist und vor deinem Urlaub meinte Daniel, dass es sich so angehört hätte, als hätte Jan dich eingesperrt. Manchmal lagen wir dann nachts im Bett und Daniel meinte, soll ich mal hochgehen, aber wir waren uns total unsicher. Es hat sich wirklich schlimm angehört. Hallo Liebes, ich habe schon geahnt, was kommen wird, als du sagtest, dass du die Wahrheit an die Öffentlichkeit bringen wirst, weil wir ja genau unter euch wohnen, haben wir sehr vieles mitbekommen. Das war ja keine Seltenheit. Jetzt habe ich das Video gesehen und bin wirklich schockiert. Bin froh, dass das Ganze jetzt ein Ende hat. Ich hätte immer innerlich kotzen können, als ich überall gelesen habe, wie viel Mitleid er in der Beziehung bekommen hat und von den Leuten. Dabei wussten wir, dass du nicht das Monster warst. Jeder von uns Nachbarn kann bezeugen, dass das, was du gezeigt hast, der Wahrheit entspricht, falls er dies abstreiten sollte. Man hat genug mitbekommen. Mir tut das Ganze so unfassbar leid und dass du das so lange mitgemacht hast. Ich hoffe, du kannst jetzt endlich heilen von dem Ganzen und das alles verarbeiten. Du hast alles richtig gemacht. Das sind die Nachrichten einer Nachbarin, ja, vermute ich mal, oder eines Nachbarn, zu der Valentina aber so gut wie gar keinen Kontakt hat. Wir hören jetzt mal noch ihr Statement dazu an. Und ich habe ja mit meinen Nachbarn so gar keinen Kontakt, ne, höchstens ein Hallo. Und mir haben einfach meine Nachbarn geschrieben, Leute, Schock wirklich. Also es ist so, boah, das ist so heftig, blend's euch mal hier ein. Also ich habe eine Frage, wenn die Nachbarn mitbekommen, dass ein Mensch
Oder andersherum, wenn ich mitbekomme, dass meine Nachbarin oder mein Nachbar um Hilfe rufen, rufe ich doch die Polizei, oder? Also, das ist doch das Erste, was ich mache. Wow. Aber dazu muss ich euch auch nochmal die Tage was erzählen. Denn einmal war auch tatsächlich die Polizei da. Ja, das ist echt alles zu viel. Aber ich bin aktuell noch nicht bereit, alles so wirklich zu erzählen, weil es sehr, 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 sehr schwierig ist, wenn man einen Menschen so, so krass geliebt hat und natürlich sind auch noch Gefühle da, dann will man irgendwie alles verdrängen und nicht wahrhaben. Schwierig, echt. Ja. Bei der Aussage habe ich irgendwie ein ganz komisches Gefühl gehabt, als sie dann meinte, ja, schwierig, echt. Weil ich finde, also ich verstehe dieses nach und nach jetzt auspacken noch nicht so ganz. Auf der einen Seite hat sie ja gesagt, sie will nicht auspacken. Ja? Sie wird erst auspacken, wenn es einen Grund dazu gibt. Dann hat Jan sich ja einmal dazu geäußert, okay. Und seitdem ist ja Valentina in diesem Modus, dass sie sich ja äußern möchte. Was ich aber hier auch irgendwie merkwürdig finde, ist, dass sie das als Highlight verkauft. Also so ist mein Eindruck. Sie verkauft das insofern als Highlight, dass sie nach und nach jetzt stückchenweise Informationen rausbringt. Damit meine ich erst einmal die Bilder. Dann einen Tag später die Nachrichten der mutmaßlichen Nachbarn. Und jetzt auch noch irgendwas, was mit der Polizei zu tun haben soll. Ich kann das nicht so richtig nachvollziehen, warum das jetzt so eine Art Film wird. Was sie davon sich verspricht, außer dass sie jetzt mit diesem Thema, und ich sage es ja immer wieder, wenn das alles stimmt, ist das wirklich schlimm, aber mit dem Thema möglichst lange in den Medien denn stattzufinden. Es ist halt wirklich, das ist das, was wir gestern ja auch schon gesagt haben, es ist halt wirklich, wirklich schwierig, dieses Thema sachgerecht einzuordnen. Gerade halt auch das, was die Nachrichten hier betreffen, ist halt einfach schwierig, ja. Ich finde, diese Nachrichten sind sehr kompakt geschrieben. Da sind viele wichtige Informationen in einer Nachricht drin. Es ist relativ gut formuliert, was los war, dass es Nachbarn sind, dass sie direkt unter ihr wohnen. Das sind so ganz viele Informationen, die in dieser Nachricht drinstecken. Und ich kann es einfach nicht verstehen, dass die Nachbarn, die das mitbekommen haben, nicht sofort immer wieder, wenn es so oft vorgekommen ist, die Polizei gerufen haben. Aber das ist halt so dieses hätte. Es ist halt einfach nur sehr interessant, dass das alles in diesem Zusammenhang jetzt von ihr gepostet wird. Heute im Laufe des Tages, ich habe das schon angekündigt, werden wir uns auch nochmal ausführlich mit dem Statement von Jan beschäftigen. Das hat er nämlich gestern auch noch einmal gepostet. Das ist das einzige Statement, welches Jan gepostet hat. Und da muss ich auch nochmal eine Aussage von mir von gestern korrigieren. Ich habe nämlich gesagt gehabt, dass Jan sich dazu eigentlich äußern muss, zu den ganzen Vorwürfen. Und gestern während meinen Livestreams habe ich dann irgendwann gesagt, nee, eigentlich stimmt das gar nicht. Eigentlich muss er sich gar nicht äußern. Das, was er machen muss, wenn denn diese ganzen Behauptungen nicht der Wahrheit entsprechen, sich juristische Hilfe zu holen. Und da ist es manchmal denn dann sogar sehr ratsam, öffentlich zu schweigen, sich öffentlich dazu nicht zu äußern, sondern denn dann die Anwälte arbeiten lassen. Das war dann so mein Gedanke, welchen ich gestern hatte. Und auch heute Morgen sehe ich das Tatsache als eigentlich sehr viel cleverer an, das alles gar nicht mehr zu thematisieren und ihr zu versuchen, diese Bühnen zu nehmen öffentlich, wenn denn das alles nicht stimmt. Wenn das denn alles stimmt, dann kann es natürlich auch sein, dass man sich dazu gar nicht äußert, dass man wirklich sich zurückrudert. Ich denke, meine öffentliche Entschuldigung wird das nicht weniger schlimm machen. Fakt ist, und das sollte ich ja bei diesem Zusammenhang auch noch gleich sagen, Jan hat in seinem aktuellen Statement das komplett abgestritten und gesagt, nein, das stimmt nicht. Sehr, sehr wichtige Worte. Wir gucken uns das Statement heute im Laufe des Tages an. Ich lade für euch immer 3 Videos am Tag hoch. Morgens um 8, vormittags um 11 und nachmittags um 14 Uhr. Das Jan-Video ist für heute 14 Uhr geplant. Das werde ich jetzt gleich für euch in Ruhe vorbereiten. Ich will halt wirklich dieser ganzen Geschichte auch wirklich die entsprechende Aufmerksamkeit geben, das nicht irgendwie schnell miteinander abhandeln, weil dazu sind diese Anschuldigungen und dazu sind einfach die Bilder, die wir gesehen haben, viel zu groß und viel zu schwer. Und ich glaube, da will schon der ein oder andere Zuschauer das nicht so mal ganz schnell beiläufig abgehandelt haben, sondern da sollte man dann schon ausführlich reden. Denn eines ist Fakt, Gewalt geht gar nicht. Und wie gesagt, sollte Valentina hier wirklich auch im Recht sein.
Dann hat sie auch meine Solidarität. Sollte sie hier aber diese Geschichte erfunden haben, um einen Menschen maximal zu schädigen, dann muss ich auch ganz ehrlich sagen, dann ist das wirklich widerlich. Aber wie gesagt, ich will hier gar keinem Team angehören. Ich will hier gar keiner Seite angehören. Ich hinterfrage kritisch, das sollten wir alle tun. Und meine Empfehlung und mein Tipp, welche ich schon zu Beginn des Videos ausgesprochen habe, man muss nicht immer sich positionieren. Manchmal ist es auch wirklich für einen selbst heilsam, einfach nur die Dinge zu beobachten, weil sie einen interessieren, aber man muss sich nicht verantwortlich fühlen, hier sich einer Seite zugehörig zu fühlen, denn wir können es anhand der Daten, die wir gesehen haben, einfach noch nicht belegen, was passiert ist. Und Valentina hat in ihrem Video, das sage ich ja auch nochmal, nicht einmal gesagt, was Can gemacht hat. Sie hat nicht einmal seinen Namen in den Mund genommen. Sie hat nicht einmal gesagt, dass es Can war oder dass er gewalttätig wurde. Wir haben nur eine Story von Can gesehen, welche sie in ihr Video mit den Bildern reingeschnitten hat. Und das rein nüchtern, rein faktisch zu betrachten, hat sie nichts gesagt. Und das war juristisch clever gemacht. Und das ist das, was ich halt hier an dieser ganzen Sache auch ein bisschen merkwürdig finde. Und das ist vielleicht auch nochmal eine wichtige Information, gestern auch im Livestream, den ich euch wirklich herzlich empfehlen kann, auch nochmal herausgearbeitet, wenn Can so schlimme Dinge Valentina angetan hätte, aus welchem Grund würde denn dann Can sich öffentlich äußern, wenn er doch weiß, was denn alles auf ihn zukommen würde? Und das war auch nochmal ein sehr, sehr interessantes Gespräch gestern und eine sehr interessante Erkenntnis, die wir da hatten, dass das schon ein sehr, sehr hohes Risiko für einen gewalttätigen Menschen wäre, wenn er gewalttätig wäre. Auch das ist nochmal so ein Punkt, den man sich überlegen sollte. Diese ganze Geschichte da mit Gremlinghausen, was sie gepostet hat, dass da, dass es dort passiert ist in seinem Auto. Auch diese Situation haben wir uns in dem Moment einfach vorsichtig vorgestellt, wie das ist, in seinem Auto zu sitzen, der hier vielleicht etwas getan hat, um es denn dann zu fotografieren. Das sind alles so Sachen, die wir gestern aufgedeckt, beziehungsweise aufgedeckt ist das falsche Wort, über die wir gestern gesprochen haben, die hier einfach hinterfragt wurden. Und das finde ich wichtig und das finde ich auch nicht schäbig, dass man einfach Dinge hinterfragt. Wie gesagt, ich empfehle euch den Livestream, war gestern sehr, sehr interessant, meine Lieben. Das soll es erstmal gewesen sein, unser 8 Uhr Video, auch wieder heute eine sehr, sehr schwere Kost. Wenn ihr mögt, abonniert gerne den Kanal. 13 Zuschauer fehlen noch, dann haben wir es geschafft, 32.500. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr euch dieser mittelgroßen Trash-Familie anschließt. Ich mache es weiter und freue mich, wenn wir uns hier um 11 Uhr wiedersehen. Bis dahin wünsche ich euch erstmal alles mit Liebe. Tschüss.